Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Klaus rasiert sich heute, ja, ein bisschen spezieller. Ich habe den Rasierer jetzt schon, naja, fast 2 Jahre. Er kam bis heute nicht zum Einsatz. Und das ist auch dahingehend was Besonderes. Es ist ein Rasierer mit einem, ja, ich sag mal, anderen Klingensystem, wo ich nur einen Rasierer von habe. So, und es ist was Aktuelles. Also ihr könnt den aktuell sogar kaufen. Ist der One Blade Core. Haben wir den Karton, dieses schöne stylische O. Der ist auf, der war auch nicht neu, der war halt, ja, ein guter Deal für mich, wie man das jetzt auch immer nennen mag. So, ich habe da jetzt im Speziellen Klingen von Fässer für. Das sind Single-Edge-Klingen, die sind einseitig, kommen wir dann gleich zu. Ich mache mal, so ein kleines, ganz recht untypisches Unboxing. Also hier sind nochmal Klingen und nochmal Klingen. Also knapp 30 Schuss dafür. Ich glaube, eine fehlt oder zwei, ich weiß es nicht. So, machen wir den Hobel mal hier raus. Ach, der ist sogar gefüttert. Sehe ich gerade. Ich glaube, das war ein Probelauf. Wie auch immer, ist ja auch egal. So, hier das Inlay rausholen. An der Seite. Hat hier unten so ein Informationskärtchen. Der Karton ist jetzt leer. Und hat hier noch so einen schönen stylischen Ablageständer. Kann man das Ding also schön seitlich drauflegen. Macht dann irgendwo auf der Kommode oder wie in meinem Fall auf der Waschmaschine oder an anderen Stellen im Badezimmer eine schöne Figur. So, den Spaß packe ich mal wieder zusammen. Genauso wie die 12-10 Klingen. Lege ich auch mal alle beiseite. So, letzten Endes. So, wie man eine Klinge aus dem Klingenheftchen auspackt, glaube ich, brauche ich euch nicht zeigen. Ich hole jetzt die Klinge nochmal aus dem Rasierer raus. Und dann gehen wir da nochmal kurz aufs Einlegen drauf ein. So, also Klinge raus ist genau das gleiche letzten Endes wie jede normale DE-Klinge. Die Maße sind auch sehr ähnlich. Ich habe gerade nicht im Kopf, wie dieses Klingensystem sich nennt. Ich gucke mal nach, ich schreibe es mal unten rein. Das ist auch hier irgendwas so Universelles. Ich glaube, es gab irgendwelche Wallet oder ähnliche. Ich habe es gerade nicht echt auf dem Schirm, wo die reinpassen, wo Ausschnitte in den Buchstaben letzten Endes zur Arretierung sind. Deswegen sieht das hier so ein bisschen komisch aus, weil es gab das mit zwei Systemen und zwei Namen. Ich schaue nach. Es steht auf jeden Fall jetzt entweder hier eingeblendet oder unten drunter. Und das Feature ist letzten Endes, dass man die Klinge hinten im Rasierer einfach von hinten einsetzen kann. So, die arretiert dann letzten Endes an diesen beiden Nupsis rechts und links an der Seite. Und wie man jetzt hier sieht, guckt die schön gleichmäßig raus. So, der ganze Hobel ist letzten Endes außer so ein paar, ich sag jetzt mal, Achsen und die Feder, weil das ist so ein, ja, für faule Leute mit zu viel Druck und zu wenig Kippwinkel. Der ist eigentlich komplett aus Kunststoff, außer the core, der Kern. Der Kern ist hier aus, ja, verchromten Stahl, Edelstahl, was auch immer. Der hat ordentlich Gewicht, fühlt sich gut an. Den gibt es auch noch in einer, ja, ich sag jetzt mal Luxusausführung. Da ist er komplett aus Metall gefertigt. Da ist der aber auch locker flockig, 4-5 Mal so teuer. Das Ding liegt jetzt aktuell bei OneBlade auf 42 Euro. Schlag mich tot, ich denke mal plus Porto. Andere Anbieter haben das Ding so für um 50, 55 drin. Also, der ist günstig, den kann man kaufen, wenn man mal ein Experiment wagen will. Wie gut er rasiert, werden wir gleich merken. Der große Bruder davon, auch vom OneBlade, halt in Metallausführung, liegt irgendwo bei 260, 265. Ist schon eine Stange Geld. Und wie ihr gemerkt habt, das Ding lag, obwohl es das außergewöhnlich ist, eine Zeit lang bei mir rum. Aber wollen wir jetzt mal so langsam an die Schätze rangehen, die jetzt noch nicht so oft vorkamen. So, Rasierseife habe ich mir wieder ausgesucht, die Patchouli vom Historical Barber. Link wie dann so üblich unten in der Beschreibung. Schöne Grüße gehen raus an der Stelle. Ne, wir haben ein Meeting nächstes Jahr auf der Whisky-Messe. Ja, Pinsel, ist ein 22er Omega Synthetik drin. So ein gutes Arbeitswerkzeug. So, dann haben wir noch ein Aftershave. Heute mal so vergulde Hand. Habe ich gerade so ein bisschen Bock drauf, außerdem habe ich gesehen, ich habe noch eine komplette Flasche in der Ecke stehen. So, eben noch ein Becherchen. Für wenn ich in der zweiten Runde Wasser brauche, sprich sauberes Wasser. So. Den Pinsel getunkt. Wieder ausgewogen.
Ich bin noch gespannt, wie das Ding so mit meinem 4-5-Tage-Bad klarkommt. 4-5, heute ist Mittwoch, Samstag. Ja. La 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 la. Ja, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. 4 Tage. Schauen wir einfach mal. Skeptisch die Klinge geprüft, aber die liegt genau in den Aussparungen, war so ein bisschen wackelig an der Stelle. Im Gegensatz zu, ach so, der E-Klinge ist die jetzt relativ dick. Ne, die E-Klinge, eine Standardklinge ist bei 0,1 mm. Das Ding hat laut Aufdruck 0,23, also die ist mehr wie doppelt so dick. Entsprechend steif, ich bin gespannt. Aber naja, auf und davon. Also wenn ich ehrlich bin, sehe ich im Waschbecken gerade noch nichts großartig rumschwimmen. Ich mache mal einfach sportlich weiter. Noch einiges. Habe ich den Winkel nicht getroffen? Also ich merke das Kratzen, oder? Ich habe jetzt im Wasser nicht viel rumschwimmen und hier ist immer noch ordentlich hart. Ja. Ich bin mal mutig. Schauen mal ein für die zweite Runde, dann gegen den Strich, schauen wir mal. Also mit ist jetzt hier nichts. Ist das schon zu lang? Dann wünscht mir Glück. Merkt meine Verzweiflung. Thank you.
Weiß nicht, gibt es eine Laufrichtung für den Hobel? Ich habe jetzt mal die Klinge gedreht. Wisst ihr was, Jungs und Mädels? Ich hau mir jetzt den Restschaum aus dem Gesicht und dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao. So, da bin ich wieder. Schaum ist zu 99,7% weg. Ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt erklären soll. Also, dass die Seife funktioniert, haben wir in einem vorherigen Video schon gesehen. Da brauchen wir uns jetzt, glaube ich, nicht drüber zu unterhalten. Duft nach wie vor gut, Schaumeigenschaften sind hervorragend, funktioniert alles toll. Gleiten tut sie mit normalen DE-Rasierern auch recht gut. Da gibt es nichts dran zu meckern, das ist eine grundsolide, brauchbare Seife. So, ich denke mal, über den ASB brauche ich mich auch nicht auslassen. Der wird wie immer seinen Dienst tun. So, jetzt ist die Sache, da ich hierfür nur eine Sorte Klinge habe und nur einen Hobel habe, kann ich die Klinge weder aktuell in einem anderen Hobel austesten. Ich muss mal gucken, ob die in irgendein altes Ding reinpasst. Ich weiß es gerade nicht, ich habe da so ein paar Dinger, die eine Keilklinge unter anderem schlucken. Ich muss nachschauen, wie gesagt, kann ich gerade so nicht direkt was zu sagen. Ich schaue mal, dann kann man auf jeden Fall die Klinge nochmal anderweitig testen, aber es ist jetzt auf einem anderen Blatt geschrieben. Oder ist es der Rasierer? Er ist so aus Plastik, aber er macht alles in allem. Von der Formgebung oben, wenn man sich das alles anguckt, einen vernünftigen, sauberen Eindruck. Das sieht alles geradeaus, parallel. Also, weiß ich nicht, habe ich jetzt zu lange Haare, aber ich habe jetzt schon drauf rumgeritten. Also, jetzt ist ja nicht mehr so viel, aber er rasiert jetzt auch nicht vernünftig. Ich würde sagen, ich habe jetzt hier ja, ein Dreivierteltagebart, ein Tagebart, je nach Stelle, wo man mal drüber streicht, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber eine zufriedenstellende, vernünftige Rasur. Also ganz im Ernst, selbst mit Mühle 89 eher irgendwelchen Astra-Klingen wird die Rasur deutlich besser. Kürzer. Also hier ist so viel Reststoppel noch da. Wie gesagt, das ist so ein Dreivierteltagebart. Wenn ich morgens um 6 rasierst und ich sag mal dann abends gegen 0 Uhr dann aus der Disse kommst und dich mal so betatschst, dann merkst du schon, naja, ist schon fast wieder fertig. Ne? Ja, also ich muss sagen, ich bin von dem One Blade Core etwas enttäuscht. Ich glaube, deswegen war auch damals das Schmunzeln vom Ari mit, ja, pack mal ein. Trotzdem danke an der Stelle. Ich meine, ich musste den immerhin nicht kaufen und durch die Gegend schleppen. Das war auch schon mal viel wert. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Hobel habe, von dem ich mich trennen wollen würde. Weil ich bin ehrlich, vom Design, vom Aufbau, von Angucken her, es ist ein schönes Ding, aber ein schönes Ding rasiert nicht von vornherein, vollautomatisch. Da muss mehr für sein, da muss der Rest der Mechanik, der Klingenabstand, der Spalt und so weiter alles stimmen. Eine Biegung der Klinge haben wir ja nicht, die ist ja letztendlich sie gerade flach eingesetzt und eingerastet. Also irgendwie so eine Wölbung, wie halt bei den DE-Klingen gibt es hier nicht, aber hey, ich muss sagen, ich bin etwas enttäuscht. Ich habe mir da mehr von versprochen.
Die Klinge hat sich auch manchmal so ein bisschen angefühlt. Ja, mein selbst ein Rasiermesser fühlt sich für mich schöner an, unterm Strich. Und auch mit Messer und einer Schabett kriege ich immer noch eine schönere Rasur hin. So, wollen wir es erstmal so zum Abschluss bringen, zum technischen Abschluss. Fluppdiwupp, einmal in die Hand gejaucht, wahrscheinlich wieder ja, viel zu viel, wie immer. Aber je mehr Reststoppeln jetzt stehen, desto früher kann ich die nächste Rasur in Angriff nehmen. Oder muss sie in Angriff nehmen, besser gesagt. Zurzeit tue ich mich auch ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, erst sagt man so Herbstblues, Winterblues. Jetzt haben wir April, aber naja, Wetter ist immer noch nicht schön und so richtig. Ich habe keinen Schwung gerade, aber ist eine andere Geschichte. Da arbeite ich halt dran. Das liegt irgendwo bei mir, so den inneren Schweinehund zu bekämpfen. Gut, kommen wir zur Bewertung. Ein gutes hat die Rasur. Also, ich blute nicht wirklich. Also, es ist alles im Rahmen. Fluppdiwupp. Einmal eben entsperren. Ein bisschen Platz für die Aufnahme machen. Da haben wir sie. Aufnahme starten. 3, 2, 1. Fluppdiwupp. Ich habe es natürlich schon mal wieder eingepflegt, so im Vorfeld. So, fangen wir an. Neue Rasur. Rasierer wählen. So, das ist ein OneBlade Core. Klinge wählen. Das ist eine Feather SE 023. Ich habe es jetzt OneBlade dran hingeschrieben, damit ich die Klinge so ein bisschen raushalten kann. Pinsel haben wir. Den Omega 3D Druck 22er Synthi in Pink Pre-Shave. Gab es nicht. Schaum. The Historical Barber Patchouli. Aftershave hatten wir. Der vergulte Hand ist relativ weit oben. So, und ich möchte dem Ganzen 2 Sterne geben, weil das ist so fast Niveau bei manch anderen Rasierer vom ersten Durchgang. So würde ich es jetzt mal im Großen und Ganzen beschreiben. Vielleicht ein Hauch besser, aber nur ein Hauch. Also kürzer der Vorschnitt. Also ich bin mir sicher, wenn ich jetzt hier mich mit einem Gießen Forsthof wäre jetzt das Extrembeispiel, mit dem kriegst du hier definitiv noch ein glattes Gesicht hin, aber toll war das leider nicht. Ich sag mal, auf der einen Seite schade, aber auf der anderen Seite schön. Ich kann euch jetzt berichten, dass das Ding nicht so toll funktioniert und läuft. Ich muss noch mal gucken, wie in anderen, auf anderen Rasurkanälen das Ding lief. Achso, machen wir erstmal dieses Speichern und Überspringen. So, und aus die Maus, ab nach hinten. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich verlinke euch das Ding trotzdem unten drunter, aber geflasht hat er mich nicht. Wollt ihr was haben zum schönen Angucken? Ist der definitiv die richtige Wahl, aber wollt ihr einen Rasierer oder ein Dekostück? Das liegt jetzt bei euch, von daher kann ich nur noch eins sagen. Euch ein schönes Restwochenende. Unten könnt ihr kommentieren, abonnieren, diskutieren. Das war's von mir. Auf bald. Ciao.